Willkommen, mein Name ist Abraham Okkult. Schon seit längerem behaupten einige Leute, es gebe auf der Erde sogenannte Reptiloiden, reptilienartige Wesen in menschlicher Gestalt, die wichtige Positionen in Politik, Wissenschaft und Business besetzt halten, um die Menschheit zu beeinflussen. Ich habe durch einen Abonnentenwunsch Videomaterial besorgt, die einem zum Nachdenken verleiten. Es ist wirklich ein sehr faszinierendes Thema. Mich würde interessieren, glaubt ihr an Aliens? Glaubt ihr an eine Weltordnung, die durch Ex-Menschen gesteuert wird? Schreibt mir eure Antwort in die Kommentarliste. Und falls euch das Video gefällt, so könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Für Neuankömmlinge existiert ein Abonnier-Button, um nichts mehr zu verpassen. Wir fangen an. Ihr Ursprung ist nicht eindeutig geklärt. Mal kommen sie aus dem Weltall, mal aus dem Erdinneren. Um ihre menschliche Form halten zu können, müssen sie sich stark konzentrieren. Das gelingt ihnen nicht immer. Beispielsweise unter Stress. Und so kann es geschehen, dass ihre wahre Gestalt für einen kurzen Augenblick zu sehen ist. Das sind dann meistens ihre Reptilaugen, deren Pupillen eine senkrechte, schlitzartige Form haben. Als Beweis fungieren Videos, die hauptsächlich auf YouTube zu sehen sind. Dort sieht man Politiker oder andere Personen aus dem öffentlichen Leben, bei denen die Pupillen nicht rund, sondern senkrecht, balkenförmig oder oval sind. Fast alle diese Videos besitzen leider eine ausgesprochen schlechte Qualität. Das macht es von vornherein schwierig, sie einzuschätzen. Ich habe für euch 6 Prominente aus der Politik und Showbusiness, von denen solche Videobeweise existieren. Katy Perry, eine US-amerikanische Sängerin, die während eines Interviews gefilmt wurde. Lady Gaga während einem Gastauftritt in einer Show. Miley Carey bei der Unterstützung einer Reportage. ABC-Reporterin in den Abendnews. Eine Schauspielerin, der gerade gratuliert wird. Eine Reporterin aus Florida. Zeigen die Reptilmenschen auf den YouTube-Videos für den Bruchteil einer Sekunde etwa ihr wahres Gesicht? Wie schon zu sehen, für Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen. Wie sind Reptiloiden entstanden? Als Erschaffer der hochintelligenten Reptiloiden gilt ein sogenannter großer Geist oder auch eine hochentwickelte Spezies, der sie zusammen mit den Fischen erschuf. Die Fische haben die Bestimmung, den Reptilienwesen als Nahrung zu dienen. Die Reptiloiden entwickelten sich auf der Kaltwelt zu der führenden Spezies und verfügen über eine einzigartige Fähigkeit. Sie können vor ihrem Tod ihren Nachwuchs das vollständige eigene Wissen übertragen. Das Bewusstsein entwickelt sich in den Jungen innerhalb von 8 Jahren und wird als erwachsen bezeichnet und ernähren ihre Kinder wie Säugetiere, wenn sie sich in den Menschengestalt verwandelt haben. Als Besonderheit haben die Reptiloiden eine Laktoseintoleranz und vertragen aus diesem Grund keine Milch. Ihr Nachwuchs hat das Erwachen in maximal 2 Monaten abgeschlossen und ist sofort nach der Geburt in der Lage, selbst zu versorgen. Als Nahrungswellen dienen ihnen Makrelen und Garnelen. Es gibt verschiedene Arten von Reptiloiden. Bei den Reptiloiden werden zwischen den Dracos, Reptiloiden-Menschen und Reptiloiden-Greys unterschieden. Die Dracos sollen Flügel besitzen, zwischen 2,10 und 3,60 Meter groß sein und menschliche DNA assimilieren können. Der Mordmann soll zu den Dracos gehören. Die Reptiloiden-Menschen sollen das Ergebnis einer Kreuzung zwischen Mensch und Reptiloiden sein, weshalb sie als Reptoiden bezeichnet werden. Ihre Größe reicht von 1,50 bis 2,70 Meter. Die Reptiloiden Greys sollen durch Kreuzungen der Grauen mit dem Reptilienwesen entstanden sein. Sie sind maximal 1,20 Meter groß und haben eine graue Hautfarbe und haben große schwarze mandelförmige Augen. Offenbar dienen sie den Reptiloiden als einfache Arbeiter. Wie kann man Reptiloiden erkennen? Die Verschwörungstheorie um den Reptiloiden-Menschen besagt, dass Reptiloide Formwandler sind. Zwar können sie die Gestalt von Menschen annehmen und sie sind auch in der Lage, sich vollkommen menschlich zu verhalten, dennoch können sie das nicht immer.
Manchmal wird für einen kurzen Moment ihr wahres Gesicht sichtbar und das macht sie als das erkennbar, was sie eigentlich sind, nämlich Reptilienmenschen in der Menschengestalt. Oftmals sieht man für den Bruchteil einer Sekunde schlitzähnliche Pupillen, scharfe Zähne, schuppige Haut oder eine aus dem Mund schnellende, gespaltene Reptilzunge. Das Fazit am Ende: Die reale Existenz der Reptiloiden kann bis heute trotz Videos auf YouTube nicht bewiesen werden. Auf YouTube finden sich ja Dutzend Videos, die als Beweis dafür dienen sollen, dass es sogenannte reptoide Gestaltenwandler geben soll. Die Gestaltenwandler sollen anfangs wie Menschen aussehen, doch bei genauer Betrachtung reptilienartige Äußerlichkeiten wie Reptilienaugen zeigen. In Mythen weltweit werden diese hochintelligenten Reptilwesen als Feinde der Menschheit beschrieben. Sollte es in der Zukunft tatsächlich echte Beweise für Reptiloiden geben, so werde ich darüber berichten. Das war's, euer Abraham Okkult.